Guten Morgen, ihr Lieben, und willkommen zurück. Guten Morgen, Frau Schenzel. Ich hätte jetzt schön in meinem warmen Bett liegen können. Keine Sorge, heute und morgen machen wir gar keinen richtigen Unterricht. Was, echt? Kannst du dich denn gar nicht mehr daran erinnern, was wir vor den Ferien besprochen haben? Mensch, Luca. Also, das war so. Nach den Ferien werden die neuen Erstklässler eingeschult und dieses Jahr werden wir zusammen mit der 2B ein Theaterstück aufführen. Oh, wie schön! Ich werde bestimmt die Hauptrolle spielen! Das Stück heißt Die magische Schultüte. Die Hauptfigur, ein Mädchen namens Lilly, wird von Laura aus der 2B gespielt. Was? Lucy, du spielst eine Mitschülerin von ihr, die sie ärgert. Das passt zu ihr. Annika, du spielst Lillys Mama. Clara und Malte, ihr zwei Klassenkameraden. Und du die Lehrerin, Marie. Und ich? Du spielst den Schulleiter. Haha, Luca ist Schuldirektor. Und du bist die Schultüte, Paul. Was? Tja, Paul. So, wir gehen jetzt zusammen in den Kunstraum und basteln Kulissen sowie Requisiten. Vielleicht haben ja einige von euch in den Ferien den Text ein bisschen gelernt. Aber wir haben heute noch ganz viel Zeit zum Üben. Am nächsten Tag bei Familie Buch. Juhu, heute werde ich eingeschult. Mama, Papa, ihr müsst aufstehen. Oh, guten Morgen, mein Schulkind. Nein, Mama, noch bin ich nicht eingeschult. Da hast du natürlich recht. Na, dann mache ich mal Frühstück. Ich bin so aufgeregt. Das kann ich mir vorstellen. Ich muss jetzt los in die Schule. Alles klar, bis heute Mittag. Tschüss. So, wir müssen auch los. Ich hole schnell meinen Schulranzen. Hier ist noch deine Schultüte. Danke. Jetzt mache ich noch ein Foto von dir. Du schleppst die Kamera aber nicht mit, oder? Doch, natürlich. Na, wenn du meinst. Hier ist ja viel los. Da vorne ist Emilia. Hallo, Lia. Hier kannst du den anderen Kindern nach vorne gehen. Ich glaube, es geht los. Hallo und schön, dass ihr alle da seid. Ich bin der Schuldirektor Herr Wagner. Heute ist ein großer Tag für euch und ihr seid sicher sehr aufgeregt. Deshalb haben die 2B und 3B ein ganz besonderes Theaterstück einstudiert. Ganz viel Spaß bei der magischen Schultüte. Das klingt ja spannend. Lilly, du musst aufstehen. Heute ist deine Einschulung. Ich will aber nicht, Mama. Warum denn nicht? Ich habe Angst, dass ich gar keine Freunde finde. Weißt du was? Deine Schultüte ist magisch. Sie wird dir helfen, diesen Tag zu meistern. Wirklich? Ja, vertrau mir. Hallo Kinder, ihr könnt direkt wieder nach Hause gehen, denn ich habe beschlossen, die Schule für immer zu schließen. Mensch, Luca. Hallo Kinder und herzlich willkommen zur Einschulung. Eure Lehrkräfte werden euch gleich aufrufen. Und die letzte in meiner Klasse ist noch Lilly Schmidt. Viel Erfolg, Lilly. Oh, so viele fremde Kinder. Denk daran, für sie ist das alles genauso neu wie für dich. Stimmt, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Kommt, wir gehen in den Klassenraum. Als erstes bastelt jeder von euch ein Namensschild. Ich glaube, ich habe vor lauter Aufregung vergessen, wie man meinen Namen schreibt. Dieses Gefühl ist ganz normal. Du hast deinen Namen schon so oft geschrieben. Du kannst das. Ja, du hattest recht. Jetzt lernen wir uns alle kennen. Oh Gott, du hast dir ein hässliches Outfit an. Was? Ich will zu Mama und Papa. Was andere denken, ist doch völlig egal. Hauptsache, dir gefällt es. Ja, das ist mein Lieblingsoberteil. Und deine Kleidung sieht auch schrecklich aus. Sei nicht traurig. Es ist doch nicht so wichtig, was sie denkt. Ja, das stimmt. Ich finde deine Kleidung sehr schön. Danke, ihr seid richtig nett. Sollen wir Freunde sein?
Oh ja. Und wie war dein erster Schultag? Richtig toll. Wie schön. Weißt du, deine Schultüte ist gar nicht magisch. Du hast das alles ganz alleine geschafft. Was? So stark war ich? Ja, und ich bin sehr stolz auf dich. Jetzt darfst du deine Schultüte öffnen. Hallo, ich bin eine lebensgroße Süßigkeit. Vielen Dank euch, das habt ihr toll gemacht. So, jetzt werden eure Klassenlehrkräfte euch nach vorne rufen. Hallo, ich bin Herr Freiburg und der Klassenlehrer der 1a. In meine Klasse kommen Amy Adams. Ich hoffe so sehr, dass wir in eine Klasse kommen. Oh ja, ich auch. Aber ich habe es der Sekretärin gesagt. Und ich bin Frau Sommer. In die 1b kommen Lia Buch. Oh, ich muss nach vorne. Viel Spaß, mein Schatz. Eva Neumann, Max Paulsen und Ben Schulz. Juhu, wir sind in einer Klasse. Kommt, wir gehen in unseren Klassenraum. Hallo ihr Lieben, ich bin Mareike Sommer und eure Klassenlehrerin. Stellt euch als erstes vor. Ich bin Max und mag Lego. Ich heiße Ben und spiele gerne Tennis. Ich bin Eva und liebe Tiere. Mein Name ist Sami und ich spiele Fußball. Ich heiße Lia und ich mag gerne Playmobil. Und ich bin die Mirja und ich liebe es zu malen. Schön, euch kennenzulernen. Das ist noch unser Klassentier, die Schildkröte Nika. Wie süß! Ein paar kennenlernen Spiele später. Kommt, wir machen jetzt ein Klassenfoto. Ach, der Fotograf hat abgesagt. Was? Kein Problem, ich kann das Foto machen. Oh, danke schön. Na, da habe ich ja die Kamera nicht umsonst mitgenommen. Lia packt gerade ihre Schultüte aus und ich hoffe, dass euch diese Geschichte gefallen hat. Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.